Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge unseres State of Decay 2 Projektes hier in der sechsten Staffel mit der neuen Nation. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, wir werfen einen Blick auf die Beziehungsgrafik. Ich habe bei OBS mal wieder die Szene nicht umgeschaltet, aber hier ist sie, hat sich nichts geändert. Und dann bis gleich im Spiel. So, da wärmer. Normalerweise hätte ich schon gewechselt den Charakter, aber Nick ist inzwischen Held, hat jetzt die gute Unterhaltung, kann Cardio spezialisieren und das wollte ich nicht ohne euch machen. Und da haben wir ein Kraftpaket. Yeah! Unser ausgezeichneter sturer Spielleiter, der sich ansonsten als Tagelöhner verdient, ist ein Kraftpaket. Ne? Hat das so wenigstens was für sich. Einziger Charakter, der einsatzfähig ist, ist Clay, und Clay ist sowieso dran. Haben wir irgendwas an Quests? Ja, mal abgesehen von den Schwarzherzen. Wir müssen uns da kümmern. Aber anschließend möchte ich eigentlich auch gleich weitermachen mit den Seuchenherzen in Lowell. So, fangen wir mal an. Das gebe ich dir eine leichte Armbrust. Es ist die letzte Armbrust, die wir haben. So, dann brauchst du natürlich reparier den da mal. Eine schwere Waffe. Du brauchst Munition für deine Sidearm. Du brauchst jede Menge Feuer, ein Seuchenheilmittel, mehr Feuer. Und je nachdem, wie es läuft. Machen wir das mal so. Ein Molly erstmal. Looks like a juggernaut. Nicht schon wieder ein Chuggy, da hatten wir ja Ende der letzten Folge gerade erst Besuch hier in der Basis. Erst ein Chuggy, dann irgendwie Feral Pack. Brauche ich nicht nochmal. So, zweimal Feuer können wir hier reinpacken. Wagen ist aufgetankt, zwei Reparaturkits sind drin. Also auf zu den Belagerungsgebieten. Die könnten von alleine verschwinden, wenn wir Seuchenherzen machen. Aber ich habe keine Lust auf eine Belagerung. Von daher Nummer sicher. Erstmal hier. Ja, da kannst du schreien, wie du willst. Das ist mir ganz Plague zombies in all directions. Better be careful. Irgendwie dazu bringen, mal zum Gucken zu kommen. Das ist unser Außenposten gewesen. Ja, da hat er mir die Tür kaputt gemacht, die wichtige Tür. Oh, jetzt bin ich geslidet irgendwie. Das war dann bedenklich in. Achso, ich habe ja keine Tür mehr. So, komm, du bist das. Oh, da ist noch einer. Gehen wir mal schauen, ob wir irgendwas erkennen können. Aktuell nicht der Fall. Die Grütze, genau, müsste gleich weg sein. Oder die Erste-Hilfe-Kit, das möchte ich auf jeden Fall haben. Auch ein bisschen Krams rum.
keine Fahrertür zu haben, ist natürlich ätzend. So, jetzt steigen wir jetzt erstmal hier aus. Sammeln das ganze schöne Zeug hier ein. Profi-Schalldämpfer. Damit ist Inventar aber auch schon voll, ne? Ja. Und dann war ja da hinten noch was. Irgendwie Erste-Hilfe-Kasten. Hier. Was haben wir hier? 8 Bolzen, die ist deck. Oh, du steckst im Kofferraum. Da bin ich gewillt, das zu ignorieren. Schäbiges grünes Haus. Fahren wir doch mal hin, gucken. Danke, aber wie gut, dass es kein Blauter war, immer positiv bleiben. Behemmte mögen wir nicht. Ist es wahrscheinlich im Badezimmer, würde ich tippen. Wo möchte ich das Auto dann stehen haben? Nee, warte mal, wir fahren erstmal. Es könnte auch hinten links, hinten rechts sein, das andere links. Nee, steht's aber hier, ist es im Badezimmer. Okay, Gewissheit. Wurf hinbekommen würde mit Feuer, wage ich zu bezweifeln. Wie sieht's denn aus mit Brandmitteln? Nicht besonders gut. So als erstes muss die Tür wieder dran. Zweites spendiere ich glatt mal den Mund. Schade, hat leider nicht gereicht. Aber dann wäre der, hätten wir schon wieder ein Inventarslot mehr. Können auf jeden Fall das mal an uns nehmen. Was ich da sehe, doch der explodiert von alleine gleich, okay. Ist das ein Zombie? Dann warten wir in aller Seelenruhe ab, bis die Bloater Cloud weg ist. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die man haben muss oder sollte. Müssen tut man gar nichts. Okay, time for a close encounter. Einfach Geduld. Ich meine, kann auch in sonstigen Situationen hilfreich sein, Geduld. Ist ja nun nicht der schlechtesten Charakterschaften eine. Nachladen.
Ist das Haus ansonsten frei jetzt? Ja, ist es. Sag ich so und war noch gar nicht in allen Räumen drin. Ist es aber. So. Schäbiges grünes Haus. Ja, war ja fast von auszugehen. Watch the Feral. Wo ist der Feral? Da ist der Feral. Ich glaube, das war ein Treffer. Kurz umsehen, als allerhand. Aber der Dackel muss natürlich als erstes weg. Das ist aber nichts, was unsere aktuelle Position gerade gefährden würde. Das war der zweite Treffer. Das war der Dackel. Dann, um auf Nummer sicher zu gehen, schmeiße ich da mal einen Brandsatz rein. Ja, der war wichtig. Ist ja gewaltig was los. Da sieht es am besten aus, muss ich sagen. Oh, wir haben keine guten Heil- und Ausdauermittel dabei. It's damaged. Gotta keep that. Ahnst es nicht. Ja, ja, ja. Lauf, 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 lauf und dann rein ins Auto. Denn ohne Auto geht hier mal gar nichts mehr. Ja, dich überfahren war. Okay, und das heißt hier jetzt erstmal Abbruch. So, was als nächstes? Hier war ein Belagerungsgebiet. Du kannst auch mal wechseln auf eine gescheite Nahkampfwaffe. Was ist denn hier drin? Nur die Standards. Die Horde da, keine Notwendigkeit, sie zu machen, also sie zwingen zu machen. Wichtig ist halt Vernunft, Geduld, Vernunft. So, dann schauen wir mal. Das war nix. Aber ich kann den Screamer schon hören. Wie sieht es denn an der Basis aus? Okay. Und jetzt ein Blick auf die Basis. Sieht aber okay aus erstmal. Und solange wir können.
Infektionsherd beseitigt. Gut. Dann fahren wir jetzt zu unserem Außenposten. Der ist ja auch verseucht. Da können wir dann Ausrüstung aktualisieren. Gegebenenfalls Charakter wechseln. Man hat nicht so viel Schaden kassiert. Das ist alles noch handelbar hier. Könnte auch ein anderes Seuchenherz einfach angehen. Aber wenn man einen frischen Charakter, wenn man die Chance hat, einen frischen Charakter zu kommen, warum sollte man? Da ist der Skrima doch schon. Im Kofferraum, was wir gleich einlagern könnten, davon noch. Wir müssen dann ein paar Zombies jetzt hier wegmachen, aber es sollte auch nicht so wild sein. Die marschiert sowieso ab. Voll, okay. Dann müssen wir erstmal ein bisschen was reinpacken. Kurzer Check, wo ist denn das andere im unfertigen Haus? Hier haben wir zwei Phasen drauf, das ist gut. Dann fahren wir jetzt halt zum unfertigen Haus. Aber nicht mehr mit dir. Du bekommst, das ist eine Timberwolf, die bekommst du auch wieder. Boah, den Metallschläger müssen wir auch mal reparieren. Ja, können wir auch gleich mal. So, dann anderer Charakter. Nach Clay ist Anselmo dran. So, dann können wir Clay gleich in die Krankenstation packen. Wie sieht denn das aus? Wie viele Materialien haben wir? Nicht so viel. Also wir gehen keine Aufwertungen. Ja, die Gänge, aber da sehe ich uns aktuell noch nicht. Mir wäre die Lounge wichtig auf Level 2. Das ist auf jeden Fall wichtiger als die Brennerei. Haben viel zu viel Betten an sich. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja Verstärkung. So, du brauchst also den da, dann ein paar davon. Sidearm, wie geht's der eigentlich? Auch die geht's relativ gut. Eine schwere Waffe. Munition für die Sidearm. Wir haben einmal Feuer im Kofferraum, also einen Stack. Ich glaube, ein Dreier war das. Dann würde ich sagen, ready to go, Anselmo. Also, wer nicht ausgelevelt ist, ist in einer fixen Rotation drin. Das ist ja so ein Prinzip, was ich eigentlich sehr gerne anwende. Das ist beim unfertigen Haus. Okay, müssen wir da rein. Anselmo ist zwar ein wichtiger Charakter an sich für uns, ne, denn der Automechaniker ist ja doch Gold wert. Oder überhaupt Mechaniker.
Aber ihn deshalb zu schonen, ich finde das irgendwie ein bisschen, ja. Ich bin der wichtigste Mann in der Community. Ich gehe nicht raus, ich mache nichts mehr. Ihr habt gefälligst auf mich aufzupassen. Nee, nicht bei Palzi. So, hier ist es doch. Wo steht es? Da hinten. Dann würde ich ganz gerne hier hin, denn von da können wir jetzt zumindest ein bisschen. I got better. Beat the alternative. Mann, nicht hier. Sind da jetzt schon alle Zombies drin gespawnt? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. I've worked in uglier places. Aber ich lasse mich da auch eines Besseren belehren. Ein bisschen vorsichtig sein. Das Fenster ist natürlich blockiert jetzt. Da können wir nicht rausspringen. Irgendwo da. Da hinten ist er. Es ist halt sinnvoller, dann doch mal kurz den Wagen wieder auszupacken. Na, die Todeszone für Weicheier wie mich. Schon wieder ein Dackel. Kriegen wir das durch? Ja. Dackel ist gerade durchs andere Fenster rein. Das ist gut so. Wo ist er jetzt? Da ist er. Zumindest nichts Gefährliches aktuell. Aim for the head. Das war der Dackel. Du musst auf der Seite weg, wenn wir irgendwie... So, wenn ich jetzt ein Stück in die Richtung gehe, sollte ich... Hey, das ist zu gefährlich mit dem Brandsatz. Ich habe keine Lust, da irgendwie Stress zu bekommen. Erstmal nachladen. Zwei müssen auch weg, wenn wir da rein wollen gleich.
lohnt der Brandsatz nicht. Wir müssten weiter wegwerfen, irgendwie zu dem Zombie dahin. Und dann weiß ich nicht, ob der Kegel groß genug ist, um da irgendwie was zu reißen. So, also joggen wir mal in aller Ruhe. Ja, ja, machen wir gleich. Wir sind da noch nur der eine. Na, den können wir auch gerade noch überfahren. Upsi. Nee, er wollte nicht. Dann komm mal hier hin. Er will die Tür. Er wollte die Tür. Und dann kriegt er den Zaun. Ah, da sind auch schon wieder Zombies hinter uns. Mehr als einer. Dann auf jeden Fall. Oh, das ist das letzte Reparaturkit, falls hier, das kannst du nicht machen. Wenn hier ein Juggy auftaucht, dann. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich so gar. Oh, Moment, Entschuldigung, bitte. So, weiter geht's. Haben wir jetzt noch irgendwelche Zombies hier oder? Auf welcher Waffe sind wir? Immer noch auf der schweren. Okay. Ja, war halt gerade irgendwie 3-4 Minuten Unterbrechung und ich wusste es nicht mehr. We should see a lot fewer plague zombies around here. Fahren wir als erstes mal dichter über den Haufen. Dich auch noch, aber es einfach, weil wir es können. So, und weil es gerade ruhig ist. Können wir da jetzt hier auch schon ein bisschen was reinpacken, auftanken. Und dann können wir uns das Seuchenherz angucken. Wie sieht's denn aus in Lowell jetzt eigentlich? Ja, sieht schon ganz gut aus. Nur noch das Seuchenherz im schäbigen grünen Haus. Und da haben wir ja auch schon zwei Phasen drauf. So, war hier noch eine Seuchenprobe irgendwo? Nee. Nehmen wir die Marker da weg. Ist ja total irritierend. Und dann da. Denn von neugierigen Zombies halten wir ja nichts. Ist das hier noch Seuchengebiet jetzt? Nee, das ist. Dann können wir das Haus sichern gerade mal. Bisschen Schutzzone haben. Intimsphäre. Yeah, all clear.
So, und dann, liebe Leute, gucken wir uns das Seuchenherz erst beim nächsten Mal an. Ich hoffe, die heutige Folge hat gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer wäre ich euch dankbar, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Da ist der nächste Curveball. Ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.